Über Overwatch reden und ich denke, das kann ich auch, denn wir springen direkt wieder in-game rein und haben jetzt auch, denke ich, die richtigen Competitive Settings am Start und dann werden wir jetzt nochmal reingehen. Also die ganze Map wird auf jeden Fall nochmal gespielt auf Competitive Settings, wie schon davor gesagt, und ja, damit auf jeden Fall beiden Teams wieder eine wunderbare Chance gegeben. Was natürlich jetzt ein bisschen das Problem ist, Overclock weiß jetzt ein bisschen Bescheid, wie den Tier angreift. Ne? Also da natürlich können sie sich jetzt ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Und werden wir sehen auf jeden Fall, wie sie adapten. Das Problem ist, was wir schon davor gesehen haben, so viel swappen sie dann auch wieder nicht. Also ich denke einfach mal, vielleicht, was sie tun könnten, ist wirklich Pharah auf Tombola von Anfang an durchziehen. Jemand muss wir haben jetzt aber hier... Aber, ja, gibt viele Optionen. Moment, wer greift jetzt hier? Es greift an Esuka DNT wieder. Und auf der anderen Seite haben wir Symmetra Torbjörn. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Sportsgeist zu sehen, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wofür sie sich entscheiden. Es ist ein Reset jetzt gewesen. Es ist natürlich ein Fehler unsererseits, für den man sich auch nochmal entschuldigen muss. Deswegen werden wir sehen, was Esuka DNT jetzt hier macht. Sie dürfen natürlich das so spielen, wie sie machen. Sie setzen da schon die Turrets an Hotel auf, am Durchgang, am Drop, um da möglichst viel Damage zu bekommen. Wir wissen vielleicht, dass DNT immer gerne diese Strat fährt. Mal schauen, ob sie es da bei ihrem Geschwisterteam lesen können. Wir haben auch die Orisa. Über Orisa wollte ich echt mal reden, weil die eben eine ganz ähnliche Funktion erfüllt wie die Mei. Im Sinne von, dass sie ganz relativ häufig enge Chokes zu machen kann. Und schauen wir mal, was sie jetzt hier dann. Ich bin mir aber nicht sicher über die Position. Das sage ich dir ganz ehrlich direkt von Anfang an. Ja, der Turret mit Schild ist wunderbar, aber einfach durch das Café da durch. Die Turret kriegt man locker down. Diva kann den ganzen Turret erstmal mit den Defense-Mittels aufhalten. Und dann können sie einfach den Turm da diven. Alle, die dabei stehen. Und ja, müssen da auf jeden Fall doch trotzdem ein bisschen aufpassen. Den Tee verlieren ja direkt ihre Frontline. Aber auf der Seite, man sieht, ne, Suso, das Punkt setzen nach. Nehmen einfach zwei, ja, die beiden Supporter raus. Kriegen jetzt auch nochmal den Turret. Und sie haben jetzt einfach Anyone Shooter mit so vielen Kills. Kann auf jeden Fall hier, denke ich mal, den Punkt für sein Team hier einnehmen. Ja, mal schauen, ob Shingen jetzt noch down geht. Der ist hier der Einzige, der wirklich noch viel machen könnte. Aber nein, er wird da auch aus seinem Mac rausgebrochen. Und die Defender trifft ihn auch so viel langsamer als der Attacker hier, dass DNT hier wieder den Punkt schnell bekommen kann. Ich glaube, das war ein bisschen auf Sportsgeist von Esuka Overclock, ehrlich gesagt, weil der Impfkopf ist halt hängig. Ja, gegen Dive ist auf jeden Fall gar nicht gut. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall das, was wir die ganze Zeit sehen wollen. Das ist das Pharah Battle. Hier, Formula wird aber mit Hilfe von Suse nochmal rausgenommen. Und damit sieht das aus, als würde Esuka DNT das gleiche machen wie davor. Und zwar einfach ordentlich rüberfahren. Nehmen sich hier die ganzen Kills da mit. Und ja, bis jetzt Linsen. Scheint nicht so ganz auf den Symmetra die Kills zu machen, wie es Möppel halt tut. Aber ja. Na, ich sag mal so, ich denke mal, Möppel möchte dann auch einfach halt auf DPS bleiben, zumindest auf DPS zu setzen. Ihr Rechtsgeld auf Zenyatta sage ich nichts gegen, die sind brutal. Ich weiß echt, wie es mit Linksgeld aussieht. Jetzt auf Lucio. Auf McVeigh. Jetzt halt auf Lucio. Möchte natürlich Zocker ein bisschen mehr protecten. Und ich denke, jetzt können sie wunderbar gegen agieren. Haben den Rest up. Das heißt, sie können einfach nur reingehen auf den Rest hoffen und dann einfach mal den Fight nochmal bestreiten. Mit im besten Fall einem Pickshot. Ich fand das gerade wirklich, also ich werde es nochmal betonen, sehr, sehr fair von Esuka Overclock. Das war gerade das Äquivalent, wenn du beim Fußball den Gegnern nach einem unfairen Aus oder so den Ball wieder zurückschießt. Ja? Wenn sie ihn eigentlich verdient hätten. Und man kann ja sehen, dass Anyone schon wieder Tombola rausnehmen kann. Jetzt haben sie dann doch wieder ihre Verteidigung formiert und versuchen hier jetzt die Picks entsprechend rauszunehmen. Aber Zocker ABC mit dem Rest. Oder sind sie wieder da am Start? Hier Overclock setzt jetzt nach, nehmen direkt beide Supports hier raus und ja, das scheint dann doch noch ganz gut für sie dazu funktionieren. Einfach mal die Pellets halten. Oh, Anyone! Die Pulsbomb setzt zwar ziemlich gut, aber leider viel zu spät. Und hätte er es davor gemacht auf der Mercy, wäre natürlich ganz gut gewesen. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall zwei rausgenommen. Der Spawn ist ziemlich weit weg und wenn jetzt DNT natürlich mit dem Speedpost schnell wieder da ist, sie haben Soundbarrier, können direkt Regaging machen. Haben auf jeden Fall auch schon ein bisschen Poke-Damage hier und das ist, wenn die Mercy tot ist, gar nicht mal so gut für die Pharah. Wird ja auch nochmal zurückgekickt, aber kriegt Shingen einen Pick gegen Loli, der und da ist die Carry wieder down, jetzt in die Backline mit dem Nano, mit dem Blade einfach rein und Picks auf beiden Seiten. Kann auf jeden Fall Schaden anrichten, aber wer macht hier mehr, ist die große Frage. Tomben ist ja auf jeden Fall immer noch mit der Soundbarrier da am Start, könnte sein Schmetter hin, aber braucht er nicht, denn das Punkt hat auf jeden Fall die Headshots hier sicher auf Kai und kann damit weiterhin hier
Ja, die Predot, denke ich mal, weiter fahren, denn Möpfel mit Lucy alleine, das ist ein bisschen schwierig, das zu halten und fällt auch dementsprechend. Und ja, damit immer noch mit einer wunderbaren Zeit geht hier DNT weiter voran. Und jetzt müssen wir nur noch einen Checkpoint da einnehmen. Rudiger hat Rockabout ready und die könnte, wenn die gut sitzt, direkt weiter den Busch natürlich sichern. Es wäre lustig, wenn sie jetzt eine schnellere Zeit kriegen. Aber das ist schon jetzt nicht mehr möglich, denn es sind 4 Minuten und 30 Sekunden noch zu spielen. Davor war das ja 4:35 die Finalzeit gewesen. Insofern, man kriegt mal eine Minute drauf am Ende, deswegen kann man mal gucken, wie sie was bekommen. Aber Tombola jetzt mit dem Pick gegen Loliga kann er das Para-Battle für sich entscheiden, war auch einfach die dominantere Para bisher und kann weiter jetzt Druck machen gegen, ist sogar DNT gegen diese Payloads und ist eine ein bisschen optimistische Transcendence. Tombola mit dem nächsten Pick gegen Anyone! Rocket Rush! Aber ja, sind auf jeden Fall die ganzen Kills, die sie hier brauchen, einfach mal um die Payloads zu halten. Aber ein bisschen Peak used, meiner Meinung nach. Sie haben zwar Rest, ist noch alles sicher, sie haben auch noch Sound Barrier. Trotzdem fehlt da wirklich eine, vielleicht eine Ultimate gleich im nächsten Fight, um die Leute down zu kriegen. Ja. Man hat aber Self-Destruct vielleicht noch aufstehen, wenn er das bekommt. Auf gerade so einer Map, die so, ja sag ich mal, gute Chokepoints oder beziehungsweise wenig Versteckmöglichkeit geben, kann natürlich, dass die Leute einfach sowas von wegsauen und sie müssen einfach nur um ihr Leben rennen. Und das ist halt sehr viel Zeit und damit ja direkt der Pick ist auch geil. Genau, und Suso hat jetzt auf die Saria geswitcht und Dachkun kann den nächsten Weg gegen Chong ABC machen mit einem schönen Headshot von Zenyatta. Und jetzt hier 4 gegen 3 und Ching geht auch low und da ist eine Rocket Barrage mit dem nächsten Pick. Und jetzt ist es hier DNT, die reinpushen und dann gucken wir auf jeden Fall mal, ob sie jetzt hier auch bis zum Ende durchpushen kann. Ich denke, Overclock wird noch einmal regroupen. Definitiv, auf jeden Fall haben sie da echt gut Ultimate ready. Müssen jetzt aufpassen, Suso 60% gerade, man hat noch nicht sehr viel Energy, aber trotzdem reicht es hier für den von Shadeface. Nehmen wir nochmal Kai hier raus und das Punktfeld, das ist wichtig, dass da der Support weg ist auf der Backline, damit keine Discord-Ops mehr hier und damit mit dem Rest nochmal hier auf Seiten von Overclock können die Sache, denke ich mal, ziemlich gut hier contesten. Formula nimmt einfach mal sein Gegenpart Loliger hier auf der Farrah raus, Selbstzwerg kann die Leute nicht hier abholen, aber ein bisschen wegsaunen und das gibt genug Zeit hier einfach mal für Overclock wieder zusammen zu 6 die Payload zu an der Payload zu fighten und ja, DNT ist ein bisschen schwierig, werden zurückgedrängt. Suso fällt jetzt hier, keine Chance mehr da noch irgendwie Tombola, rauszukommen und damit Tombola, ja, hat Rockford, das wird ja auch schon. Also Overclock ist jetzt hier eigentlich gut am Halten. Super gemacht hier von Tombola, der einfach so viel Damage auf seiner Farrah machen kann, auch einfach nichts wirklich, was ihn contesten kann. Haben aber jetzt hier die Graviton Surge ready von Suso, die muss sitzen. Vielleicht mit der Pulsbomb, vielleicht diese Big Bang-Kombo, um hier einmal richtig aufzuräumen. Jetzt geht's hier rein. Anyone versucht, in die Backline zu kommen, ist jetzt hinter dem Team von Isuka Overclock und wird allerdings direkt vom Winston angegangen. Ja, das könnte jetzt richtig knallen, aber der Soundbringer war sowas von gut von Zelinsen. Das ganze Team protected, aber trotzdem sind da schon mal 2 Kills. Einfach nur auf Loliger, der macht hier richtig Power, nimmt sogar noch ein paar Kombo aus Luft drauf und damit hier die ganzen Kills für DNT, können damit die Payloads bis zum Ende fahren, haben auch eine ziemlich okay Zeit, 1 Minute 42, damit kann man arbeiten. Damit kann man echt arbeiten, also auf jeden Fall nicht so gut wie das erste Mal, aber trotzdem hat DNT hier gezeigt, dass sie Konsistenz auf dieser Map haben, dass das wirklich ihre Map ist und dass sie hier auf jeden Fall nach wie vor die Favoriten sind. Und es ist vielleicht auch eine mentale Sache jetzt bei Overclock, sie haben 2 Chancen bekommen und beide waren halt nicht so brillant. Okay, muss man gucken. Ja, das ist das halt einfach, ne? Wie werden sie adapten, haben wir uns direkt die Frage gestellt und ja, jetzt können sie alles beweisen, indem sie jetzt zum ersten Mal attacken können. Ne? Jetzt wirklich geht's an die Sache. Sie können natürlich immer noch eine bessere Zeit hinlegen. Möppel auf dem Reaper, ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Aber wenn sie einen guten Fokus, beziehungsweise wenn sie die Leute gut ablenken können, einfach mal auf den Point und dann sich Möppel da links durch das Café schleicht und einfach von hinten 2 Shots auf den Support drauf direkt einen rauskriegt, dann könnte das echt gut funktionieren. Und im Notfall immer noch der Death Blossom vom Highground. Da hat man auch gute Teleportationsmöglichkeiten in die Backline, einfach noch von hinten drauf. Kann funktionieren, ist aber trotzdem sehr viel riskier als andere Picks und ja, man braucht dann erstmal diese Ultimate, die ist schwierig als Reaper hier aufzubauen. Genau. Also da muss man echt gute Flanks sehen und natürlich auch muss ein guter Dive kommen von von Overclock auf der anderen Seite, dass sie halt einfach Möppel dann den Spielraum geben, den er braucht. Genau, es ist halt auch die Frage, wie genau sich DNT jetzt aufstellt. Davon ist sehr viel abhängig, wie effektiv der Reaper ist. Wenn natürlich alle DNT-Leute hier in dieser, direkt beim Defender-Gate quasi in der Ecke drin stehen, also das macht man ganz gerne, um eben gegen einen Hanzo oder eine Widowmaker vorzubeugen vor allem,
kann so ein Reaper, wenn der nicht gesehen wird, schon sehr, sehr viel Schaden machen. Wenn der quasi hinter den Defendern rauskommt und einfach dann durch das Defender geht, durchsprayt, dann kann das richtig gefährlich werden. Aber wenn man ihn natürlich sieht, ist es auch einfach, aus der Sichtlinie von seinem Team kurz rauszugehen, Reaper zu töten und dann einfach wieder den Rest vom Team zu engagen. Dann aber wieder, die Taktik dagegen wäre halt, wenn Overclock es schafft, das wirklich sehr gut zu timen, sodass der Reaper ganz kurz vorher mit reinkommt, dann ja, kann man das wieder countern. Also sehr viele Ebenen hier auf dieser Strategie, auf die man natürlich achten kann. Wenn wir mal gucken, wie Hisuka Overclock das Ganze hier angeht. Den sehen natürlich auch sehr gut vorne, aber wir fallen jetzt wieder in diese Ecke zurück. Tut sich aber auch, der bleibt auf der Saria und damit halt, was du vielleicht davor gesagt hast, der Triple Tank kommt, wird hier wirklich ausgespielt und ist die Frage, was er auf der Saria machen kann, wie viel Charge er bekommen kann und auf jeden Fall, ja, weil Kai einfach direkt erstmal in die Backline hier reinspringt, Anyone muss sich da ein bisschen zurückziehen, wird trotzdem noch abgeholt, das ist wichtig und Möppel kann auch nochmal Lodiger rausnehmen, das ist die Eröffnung direkt hier für Overclock, zu aggressiv, und DNT macht es gerade richtig gut, sind da hinten und werden die ganze Zeit supportet, lassen Shapehead da wirklich alles machen, Suso kann auch nochmal den Mech hier rausholen und Red ist direkt ready, Tom könnte das im Notfall zünden und setzt es auf und damit wird weiter contestet. Ja, ist auf jeden Fall, sieht gerade ganz okay aus für DNT, aber lass uns nicht vergessen, dass die Attacker wirklich viel schneller attacken. Das oh, der Nano-Boost auf Lodiger, mal schauen, was er machen kann. Da ist einfach mal Transcendence da im Weg. Der Erfsteller sitzt zwar, aber der Schaden zählt. Einen Charge kriegt er und das ist richtig wichtig auf Zocker ABC. Damit kein Rest auf Seiten von Overclock. Und ja, DNT scheint dann doch wirklich mit dem Nano-Boost, mit dem Charge die Sache dann doch zu halten. Tombola, die Ult wird ihm jetzt für den nächsten Push leider fehlen. Oh mein Gott, war das knapp. Gefightet. Die Saria ist gerade super knapp nicht gestorben und das war super wichtig. Ich glaube, dadurch können jetzt Hisuka Overclock DNT hier den Punkt doch noch halten. Haben jetzt den Gravity Surge nämlich ready und auch die Backline wird angegangen. Zocker ABC geht super low, aber stirbt auch nicht. Kriegt er da den Rest nochmal raus, wir werden sehen. Und auf der anderen Seite jetzt weiter Hisuka Overclock auf dem Punkt. Können die Healer einfach so viel Arbeit machen und so viel Heilung raushauen, dass Lodiger jetzt immer noch den Pick auf Shingen kriegt. Und es sieht immer noch ganz gut aus für Hisuka Overclock jetzt auch. Anyone auf dem Highground mit mehr Damage und damit muss Overclock zurückfallen. Ich, das war so wichtig, dass Saria da nicht gestorben ist. Wirklich. Ja, und behält natürlich damit auch noch den ganzen Charge hier und die Ultimates landen halt wieder hier für DNT. Anyone kann da zwei Kills rausnehmen. Ja, solche langen Fights kommen auch gerade den Defendern zugute. Die natürlich kriegen dadurch so viel Zeit einfach mal. Und jetzt so langsam aber sicher ist hier Overclock richtig unterdrückt. Möppel, sein Deathblast haben wir immer noch nicht gesehen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite haben wir schon wieder drei Ultis ready. Und dieser Reaper funktioniert einfach nicht. Vor allem, weil sie eben auch nicht auf den koordinierten Flank gehen, sondern versuchen da Brute Force gegen Triple Tank durchzurennen. Das geht halt einfach nicht. Ja, vor allem wenn die Healer so einen guten Job machen, wie bei DNT gerade. Und jetzt versucht Lodiger hier weiter die Frontline zu halten. Schafft das auch ganz gut. Mal schauen, ob sie einen Pick kriegen. Jetzt müssen die Healer sterben, aber da ist der Nano-Boost. Der Nano-Boost schon wieder hier auf Lodiger. Die ganze Hoffnung wird da in ihn gesteckt. Hat auch Shredder direkt wieder ready. Aber mal schauen, ob sie den überhaupt brauchen. Da kommt der Rest von Zocker ABC. Und damit wird halt wieder für den Engage hier gegangen. Slins nimmt sogar Tombola einfach mal raus. Sehr schöne Arbeit hier an der Seite. Tombola ist oben drüber mit der Rocket Barrage. Kriegt ja gerade mal den Mech. Das ist ein bisschen zu wenig. Sie brauchen da definitiv mehr, um den Push durchzukriegen. Aber nimmt nochmal das Punkt so raus, nimmt Fuso nochmal so raus. Und damit reicht dann doch noch. Und noch Shingen setzt auch noch hinterher. Also damit kriegen sie den Punkt. Der Zenyatta hat gerade so viel Schaden gemacht in diesem letzten Fight, dass, ja, machst du halt nichts, ja. Wenn die halt einen vierten DPS dann quasi haben, mit dem Zenyatta da noch drin. Oder Quatsch, das ist in dem Fall ein dritter DPS, weil ich mit zwei Tanks spielen. Aber trotzdem, dann ist das einfach super effektiv. Selinsen hat da diesen Fight auf jeden Fall gecarried. Trotzdem der Reaper jetzt immer noch mit der Ulti. Ich weiß nicht, Mittelsaal. Aber vielleicht auf der Street Space hat man ein paar mehr Flanking-Möglichkeiten, hat man ein paar engere Gänge, wo diese Shotguns besser wirken. Jetzt so viele Möglichkeiten und das müssen sie jetzt auch wirklich durchbringen. Ne? Sie haben ja wirklich nochmal, sie müssen Zeit gewinnen irgendwie. Sie haben zwar viel, drei Minuten, klar, aber mit nur einem Ult von DNT, die können das so lange dann halt hinauszögern wieder. Das wird dann aber richtig schwierig. Ja, sie nehmen halt direkt wieder Zocker-ABC raus und ja, damit können sie direkt wieder den Fight bestreiten. Haben auch gleich sogar ready, gleich die Grappling Surge ready hier auf Suso. Und damit sollte jeder Push definitiv haltbar sein. Chapter-Stock wird hier in die Luft geworfen. Die Bombe kommt und nimmt Suso raus. Auf der anderen Seite wird es aber auch gezündet, kann aber keinen hier holen. Und damit sieht es so aus. Anyone noch mit Technical Weiser möchte ordentlich aufräumen, kriegt aber ein paar Schüsse in den Rücken von Möpel. Und damit Overclock ein bisschen noch am Fahren, wird wieder contestet. Und ja, sie kommen nur langsam voran. Sie kommen langsam voran, aber schnell genug. Sie sind hier immer noch mit 2 Minuten unterwegs. Jetzt eine Anti-Heal-Nate hier gegen Möbel. Er geht super low, aber der Beeper... Wunderbares Positioning. Hat sich einfach hinter dem Tape versteckt. Wunderbar.
Sehr gut gemacht auf jeden Fall hier von Isuka DNT. Wir versuchen jetzt wieder zurückzumachen. Aber ein großer Rest von Tompen hier, der aus irgendeinem Grund plötzlich die Mercy spielt. Und Suso mit dem Pick gegen Müppel, der gerade Deathblossom machen wollte, geht aber down. Und jetzt Kai allerdings auf der anderen Seite kann hier rausnehmen und versuchen. Trifft auch die Rocket Rush nicht, aber Loliger mit dem Earth Shatter kann hier den Sack zumachen. Auch wenn Silinzen echt sich. Sie will das alleine carryen hier, habe ich das Gefühl, ja. Silinzen Frauenpower, meine Damen und Herren, versucht hier wirklich alles einfach nur durchzubringen einfach, aber reicht nicht so ganz. Und nach kommen sie Isuka Overclock wieder zurück, sind noch am Start. Und jetzt mit der Transcendence können sie doch vielleicht den Fight bestreiten. Der Sleep Dart gibt ihnen da auch noch mal ein bisschen Zeit auf Seiten von DNT. Aber trotzdem, Möppel nimmt hier Anyone raus, das ist richtig wichtig und ja. DNT wird immer noch ein bisschen zurückgedrängt. Jetzt haben sie selber auch einen Reinhardt da vorne mit dabei. Loliger ist da immer noch am Start. Pelot kurz vom Punkt, wird contestet. Zwölfteschlag jetzt in die Backline da reingeworfen, kann aber, glaube ich, keine draus nehmen. Doch, Zelinzen! Und damit der dritte CPS fällt weg. Nein, das ist so ärgerlich. Sie hat so gut gespielt bis hierhin. Und jetzt geht sie da down. Loliger mit dem nächsten Pick gegen die Divamec. Allerdings hat Zocker ABC einmal weiter. Also wirklich, Anyone wieder. Ja, wunderbarer Hold jetzt hier auf deren Stelle. Und zu früher Rest. Zu früh der Rest, man darf da nicht den Zenyatta resten. Das war einfach ärgerlich. Ja. Man darf da erstens nicht sterben, Silinzen wirklich gecarried bis dahin. Aber dann einfach einmal kurz out of position gewesen. Und jetzt geht sie auch nochmal down, weil sie zu weit vorne war, weil sie eben noch gerest war vom Fight. Das ist der letzte Fight, 30 Sekunden, ja. Das tut ihn jetzt richtig weh. Oh, das ist richtig ärgerlich. Und Loliger hat Cheddar. Ich hab das schon so oft gecast, ich hab das so oft gesehen. Und Suso auch noch mit der Pulsbomb. Das wird sehr schwer für Overclock da durchzupushen. Sie haben aber trotzdem noch nichts verloren. Ein Rechtsklick von Silinzen, ein Flank von Möppel, irgendeinen Pick und damit können sie den Fight schon definitiv beschreiten. Und das Schinken kurz vorm Self-Destroy, das könnte immer noch machbar sein. Kai ist vorne mit dabei, Shadow wird direkt gezündet. In der Bobby kriegt er, denke ich mal, die Frontline und Silinzen wird direkt von der Pulsbomb rausgenommen. Direkt wieder die Arme und Self-Destruct jetzt mitten auf dem Point. Kann er niemand rausnehmen? Das ist vielleicht doch noch die Öffnung hier vor Overclock, aber Tompen hat Rest ab. Erwartet einfach nur und da kommt der Rest raus. Alle sind sie da wieder am Leben auf Seiten von DNT und jetzt zu 6 bestreiten sie hier den Fight gegen 4 und nehmen hier, denke ich mal, die Kills. Kai kann gerade mal hier noch den Mech rausholen. Er ist ziemlich wütend hier am Herumschwingen, aber es reicht einfach nicht aus und DNT, lassen sie noch ein bisschen Zeit mit den Kills. Vielleicht ist das echt noch. Sind sie raus? Das ist Pulsbomb dann von Suso. Ich glaube, das war schon die zweite, den Fight. Ja. Krass eigentlich. Können auf jeden Fall dann hier entsprechend die Picks mitnehmen und dann 2-1 in Führung gehen in diesem Best of 5. Aber wir haben ja gesagt, Payload ist halt einfach das Ding von DNT. Mal schauen, wie gut Isuka Overclock hier zurückkommen kann mit ihren King of the Hill Maps. Ja, Nepal und Lijiang Tower sind auch beide natürlich hier im Map Pool drinne und das wird schwierig. Davor hat Overclock Aces halt gewonnen. Also natürlich ist noch alles offen. Wenn jetzt wirklich DNT, aber so langsam, vielleicht haben sie einfach nur die erste Runde ein kleines Aufwärmchen noch gebraucht, ins Game reingekommen und jetzt wieder mit ihrer Power können sie da zurückschlagen, weil